Ja, das Bochum-Spiel war auch so hoch emotional. Irgendwie waren zweimal Rückstand, Mario wird noch eingewechselt, macht ein Tor. Und irgendwie haben wir nie aufgegeben. Und das war einfach so der Charakter des Teams auch. Und ich glaube, es wäre noch schlimmer gewesen, wenn das wirklich mein allerletztes Spiel für den VfB gewesen wäre. Aber es gab ja noch das Pokalendspiel in Berlin. Und nach zwei Tagen irgendwie Erholung, wo man ja, das auch genossen hat, irgendwie auch wirklich Meister zu werden, haben wir uns dann aufs nächste Spiel konzentriert. Und für mich war der allerschlimmste Moment dann eben, als wir von Berlin zurückgeflogen sind am nächsten Tag und ja, als sich dann die Wege getrennt haben auf dem Parkplatz. Also kann ich mich noch gut dran erinnern. Und das war dann für mich die, ja, so der Abschied, und es war so prägnant und einprägend für mich, ja, wo dann wirklich auch viele Emotionen hochkamen. Der VfB ist mein erster Club gewesen, und wo ich ja, mein erstes Profispiel gemacht habe, dem ich eigentlich alles zu verdanken habe. Ich meine, ich war in der Jugend beim kleinen Dorfverein und bin dann mit 16 nach Stuttgart gezogen. Und das ist natürlich mein Herzensclub, in dem ich meine längste und auch beste Zeit hatte. Vergleichbares habe ich eigentlich auch so nicht mehr erlebt in meiner Karriere. Es ist ja nicht immer nur die Mannschaft, sondern man wächst ja an so einen Verein auch ran. Die Leute drumherum ums Team, die bleiben ja viel länger als irgendwelche Spieler, die kommen und gehen. Deswegen bin ich auch immer wieder gerne im Stadion und freue mich immer, alle Gesichter zu sehen, weil es einfach ein Stück Verbundenheit ist, Vertrautheit, und einfach schön ist, die Menschen auch wieder zu sehen.